Schweizer Käsefondue. Einfach selber gemacht. Mega lecker und total einfach. Jetzt in diesem Video. Grüezi miteinander. Heute gibt's ein Käsefondue. Richtig lecker und du kannst Käsefondue nämlich selber machen. Und garantiert schmeckt sogar nicht nur mir, sondern auch Manuel. Weil der Manuel hatte mir das Problem, dass er Käsefondue eigentlich gar nicht so feiert. Ich dagegen schon. Sieht man auch ein bisschen. Aber ich überzeuge ihn heute, dass es ihm definitiv auch schmeckt. Welche Zutaten wir brauchen, sage ich dir jetzt. Und zwar brauchen wir dafür, und zwar so eine Käsefondue, Schüssel, Topf, wie auch immer. Gibt es einen ganz speziellen Namen, ganz ehrlich, ich kann es nicht aussprechen. Also Französisch ist definitiv nicht meine Sprache, aber so ein Teil brauchst du auf jeden Fall. Dann brauchen wir noch eine Knoblauchpresse, ein bisschen Speisestärke. Hier haben wir an Gewürzen Thymian, ein Lorbeerblatt, eine Knoblauchzehe und eine Nelke. Dann brauchen wir ein bisschen Kirschwasser, ganz wichtig, ein bisschen Zitrone, 300 Milliliter trockenen Weißwein, eine Käsereibe und an Käse, eigentlich müsst ihr ja den Käse jetzt dann hier rüberstellen, nehmen wir total gerne hier so einen Le Gruyère Käse, Romadur und Emmentaler. Du kannst auch Appenzeller nehmen oder wie auch immer einen herzhaften Bergkäse. Völlig egal, für welchen Käse du dich entscheidest, schmecken muss am Ende des Tages und das ist ganz wichtig. Und ganz klassisch, heute nehmen wir einfach hier so ein bisschen ein leckeres Brot, hier so ein Wurzelbrot und wir brauchen noch ein paar Gewürze. Und welche das sind? Da klickt der Manuel da, geht da unten nochmal drauf, weil die habe ich nämlich noch nicht erzählt. Also, an Gewürzen brauchen wir jetzt einfach hier Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Okay, was müssen wir als allererstes machen? Wir werden jetzt hier unseren Topf vorbereiten, den schon mal anheizen und dann legen wir auch schon los. Ja, unsere Flamme ist da und jetzt stellen wir es einfach unten rein, damit das Stüffchen hier unser Topf richtig heiß werden kann. Als allererstes nehmen wir jetzt hier unsere Knoblauchzehe und teilen die einmal quasi längs in der Mitte durch. Warum? Weil jetzt werden wir den ganzen Topf mit der Knoblauchzehe, also mit der angeschnittenen Seite, einmal schön ausreiben, damit richtig Knoblauch überall hinkommt. Und hörst du es schon ganz leicht? Der Topf hat jetzt schon ein bisschen Hitze aufgenommen, ist jetzt schon ein bisschen warm geworden. Also schön ausreiben. Jetzt riecht auch alles gleich richtig schöner Knoblauch. Und dann nehmen wir auch unseren Weißwein und kippen den direkt mit rein. Dazu kommt jetzt einfach nochmal ein Schuss Kirschwasser. Und in unserer Mischung kommt jetzt einfach hier zwei Zweige Thymian, ein Lorbeerblatt und eine Gewürznelke. Dazu gesellt sich nochmal von der Bio-Zitrone, schön frisch abgewaschen, einmal so ein bisschen Schale. Nimmst du einfach so ein bisschen Schale von der Bio-Zitrone, kommt auch noch mit da rein. Und jetzt pressen wir noch die restliche Knoblauchzehe, die wir jetzt einmal eingerieben haben. Aber Knoblauchgeschmack wollen wir natürlich auch noch mit drin haben. Also nehmen wir unsere Knofilia und pressen die Knoblauchzehe einmal rein. Dann lassen wir das hier einmal richtig schön aufkochen. Und in der Zeit, wo jetzt hier unsere Mischung einmal aufkochen kann, dürfen wir natürlich hier als allererstes unseren Käse reiben. Brauchen wir mal ganz am Schluss mit dazu. Und dann geht sie los, die wilde Fahrt. Nimm sie einfach so eine ganz normale Reibe und dann geht's los. Unser Käse haben wir jetzt hier gerieben und du siehst jetzt da, steigt der Rauch schon ein bisschen auf. Und jetzt müssen wir in unseren Käse noch 1,5 Esslöffel Speisestärke machen und das dann ordentlich miteinander vermischen. Ja, aber Gordon. Ja? Wir haben mal ausgemacht, das wird alles problemlos reinschüttet. Oh ja, einen schönen Kirschwasser. Wie war da? 40. Also, aber einen schönen Schluck. Prost. Okay, let's go. Oh, Alter. Oh. Aber nicht geil. Das, wer kauft sowas? Das sind doch so Schnippers, was, die du so wegziehst. So schlimm.
nicht Gin. Was wir jetzt hier noch haben, ist einmal unser Romadur oder wie auch immer, das Weichkäse, den reimen wir natürlich nicht, aber der stinkt ordentlich. Den müssen wir jetzt aber hier noch ein bisschen kleiner schneiden, weil der schmilzt ja dann auch, schmilzt aber viel schneller, wenn er klein geschnitten ist. Und als nächstes müssen wir natürlich, bevor wir jetzt hier anfangen, unser Käse einzureiben, müssen wir unsere Gewürze hier einmal rausnehmen. Thymian, Zitrone, Lorbeerblatt und nicht zu vergessen, die Gewürznelke. Stellen wir beiseite, brauchen wir nicht mehr. Und jetzt rühren wir einfach mit einem Holzlöffel unseren Käse unter. So, und ich muss jetzt wirklich bei mittlerer Temperatur hier wirklich schön immer umrühren, damit er schmilzt und sich zu einer richtig schönen, ja, Käsemasse verbinden muss, weil das ist ja unser Käsefondue und es ist jetzt wichtig, dass diesen Schritt wirklich nach und nach machen kannst, damit es richtig schön schmilzt und schön sämig wird und schön, auf jeden Fall schön wird und nicht hässlich, weil schön ist heute angesagt und das Thema, weil wir machen schönes Käsefondue. So sieht sie mir aus. Kommt der Romadur noch mit da rein? Den reiben wir auch noch mit unter. Okay, was wir jetzt natürlich noch brauchen, also einmal jetzt hier, dass du es nochmal siehst, haben wir unser Käsefondue richtig schön einmal aufkochen lassen. Ganz ehrlich, wir haben es dann irgendwann hinten auf den Gasi gestellt, weil es einfach hier viel zu lange gedauert hat. So machst du es ja drinnen auch. Du stellst es erstmal auf den Herd, damit der Käse richtig schön schmelzen kann. Und dann zum Warmhalten einfach hier auf dieses Stöfchen. Haben wir jetzt genauso gemacht. Kannst du natürlich drin machen. Was wir jetzt machen müssen, einmal ein bisschen würzen. Da kommt eine gute Prise Salz rein. Eine gute Prise Pfeffer. Und eine Prise Muskat. Dann rühren wir das alles nochmal miteinander um. Du kannst es auch schön umrühren, also so wie du es möchtest. Und bevor wir jetzt hier zum Verkosten kommen, müssen wir natürlich noch irgendwas haben zum Eintunken. Dazu nimmst du jetzt einfach ein bisschen Brot und schneidest dir das einfach so ein bisschen in ein paar Würfel. Also wir schneiden uns einfach aus dem Brot schöne Würfel. Und dann würde ich sagen, kommt der Manuel vor die Kamera. Wenn du das ganze Rezept nochmal nachmachen willst, kannst du natürlich das absolut gerne tun. Würden wir uns mega drüber freuen. Und zwar hier unten steht es nochmal, das ganze Rezept für dich auf mgbarbecue.de. Da kannst du das Ganze nochmal sogar ausdrucken als PDF, runterladen, downloaden, ist runterladen, abspeichern und sogar ausdrucken. Genau. Und dann würden wir uns mega darüber freuen, wenn du uns einfach so ein bisschen supportest. Da hinten steht's. Liken, kommentieren und abonnieren. Und kannst du uns noch auf Instagram folgen und auf unseren WhatsApp-Kanal. Da erfährst du jedes Mal einen Tag vorher, normalerweise, wenn ein neues Video von uns erscheint, was da kommt, kannst du dich schon mal darauf freuen. Ja, und dann würde ich sagen, jetzt kommt der Manuel vor die Kamera und dann wird probiert. Da bin ich. Machst du noch ein Mikro an? Hast du gar nicht? Nee, ich hab's gar nicht dran. Also heute ohne Mikro, warum? Ich hab's vergessen zum Dranmachen. Ich bin ja, muss ja zugeben, gar kein so ein Käsefondue-Liebhaber-Esser, weil da ist mir zu viel Alkohol drin. Aber jetzt guck mal einfach mal. Gordon hat gesagt, das liebe ich auch. Und also ich mag ja Käse unheimlich gern. Oh. Einen guten. Oh. Muss ich das so heiß reinschieben? Ja, kannst du. Geht nicht. Also. Ja, mir ist es einfach, ich mag den Alkohol da drin nicht. Ich kann da machen, was ich will. Ja? Ich mag den Geschmack vom Alkohol da nicht. Also, aber sonst. Machen wir es einfach so. Du machst Alkohol raus und ich mach Käse. Wenn du das nicht magst, dann lässt du den Kirschwasser einfach weg. Also du machst auf jeden Fall den trockenen Weißwein mit rein. Mhm. Der ist absolut okay. Aber du kannst natürlich auch das Kirschwasser oder die Kirschwasserrinnen einfach weglassen und dann schmeckt es natürlich noch ein bisschen dezenter, definitiv, und da kommt der Käse noch ein bisschen mehr rüber. Oder wenn du Kinder dabei hast, kannst du es natürlich auch machen, einfach Kirschwasser weglassen und fertig. Falls jemand auch Käsefondue selber macht, schreibt es mal unten in die Kommentare, vielleicht macht jemand eins ohne Alkohol. Bin mal gespannt, kommentiert es mal drunter, weil ich habe bis jetzt noch nie das geilste Käsefondue. Weiß nicht. Nee, das ist jetzt auch nicht das geilste Käsefondue.
Okay, das ist ganz schlecht. So sieht's aus. Also, wir hoffen, dir hat das Video gefallen. Ihr habt es vorhin schon gesagt, liken, kommentieren, abonnieren, würde uns mega drüber freuen. Wir bedanken uns für deinen Support und wir sehen uns wieder, wenn es nächste Mal wieder heißt, M. Barbecue.